Wir sind wieder hier am Godok-Stand und wir haben noch was gefunden, wovon ich noch nie gelesen, gehört oder irgendwas gesehen habe. Das ist wahrscheinlich wieder so ein Produkt, was es schon gibt, aber was es noch gar nicht gibt. In Wirklichkeit sind es zwei. Es ist einmal das hier, und wer jetzt denkt, das sieht aber komisch aus, der hat recht, denn das hier ist ein manueller Aufsteckblitz, den man hier wie so eine Tulpe oder wie so eine Blume eben durch so einen Schiebemechanismus rein- und rausfahren kann. Also das ist eine verrückte Sache, von der ich noch gar nichts wusste. Das Ganze heißt Lux Cadet. Lux Cadet hat von hinten wieder dieses klassische Drehrad zum Einstellen der Blitzleistungen. Hier vorne ist wahrscheinlich wieder die Fotozelle, um dann den Halbautomatikmodus zu nutzen. Und es gab noch was, wir positionieren uns hier mal um, es gab noch was, was ich auch noch nie gesehen habe, der Lux Master. Das hier ist ein Handstabblitz. Der ist sogar hier so ein bisschen beledert, oder ich glaube, das ist so ein Lederlook, aber ist Plastik. Ich weiß es nicht. Es fühlt sich auf jeden Fall so ein bisschen gummiert an. Hier Infrarot-Auslösung, unten USB-C-Ladefähigkeit, einen Klinkenstecker. Das Ganze mit dieser Retro-Blitzröhre, auch hier schön steuerbar. Also das ist echt eine verrückte Sache. Das ist unten ein Schraubgewinde dran, ne, um es auf Stativ zu schrauben. Völlig verrückte Sache. Also ich wundere mich immer, woher die Sachen nehmen. Also steht hier einfach auf der Fotopia rum. Wir haben gefragt, ob wir es zeigen dürfen, aber steht einfach rum. Kann jeder Foto machen, kann jeder Video machen. Ist aber echt eine verrückte Sache. Also das hier, das habe ich nicht kommen sehen. Der Lux Master und der Lux Cadet. Ja. Thilo ist gerade hinter der Kamera. Ist das so oder ist es so? Es ist schon, ja, das ist schon verrückt. Ich finde ja solche Sachen, die finde ich richtig toll, wenn Godox einfach auf den Gedanken kommt, dass man einfach sowas Verrücktes macht, weil man es kann. Und das ist einfach mal richtig Daumen hoch. Das wird nicht jeden zufrieden machen. Man kann auch mit dem Blitz nicht alles machen. Der setzt auch keinen V1 oder kein AD100, AD300. Aber es ist auf jeden Fall eine Sache, die vielleicht Blitzig-Fotografie ein bisschen sexier macht. Durch den Retro-Look und auch durch dieses leicht von rund auf manuelle bedienen. Ich finde ja, manuelle Blitze sind absolut perfekt und richtig. Diese TTL-Blitze, die machen eher das Blitzen kaputt. Aber aufgrund von Automatik, die einen manchmal dümmer macht, als man es sein würde, wenn man manuell blitzen würde. Deswegen schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Sowohl vom Blitzgerät als auch vom TTL bzw. vom manuellen Blitzen. Aber immer schön Etikette wahren, ne?